Das Lapbook Air ist ein wirklich günstiges 14 Zoll Notebook des chinesischen Herstellers Chuwi, welches seit einigen Monaten auch in Europa von sich reden macht. Man bietet wirklich gute Hardware zu unverschämt günstigen Preisen an. Die Geräte sind mit deutlich besseren Prozessoren, wesentlich mehr Arbeitsspeicher und dennoch hochauflösenden Displays ausgestattet. Und außen gibt es ein hochwertiges Aluminiumgehäuse. Nicht nur die konkurrierenden Hersteller fragen sich, wo ist da der Haken? Und in unserem Test des Chuwi Lapbook Air haben wir genau danach gesucht. Sprechen wir zuerst mal über Preis und Leistung. Das Chuwi Lapbook Air kostet beim chinesischen Händler Gearbest etwas unter 300 Euro. Dafür wird es kostenfrei nach Deutschland geliefert und von Gearbest verzollt über die Versandart Germany Express. Das läuft unserer Erfahrung nach sehr reibungslos ab. Für euer Geld bekommt ihr beim Chuwi Lapbook Air auch sehr viel geboten. Vor allem im Vergleich zur deutschen Konkurrenz. Verbaut ist nämlich ein Intel Celeron N3450 Prozessor mit 4 Kernen und einer Taktrate von maximal 2,2 GHz. Dazu gibt es satte 8 GB Arbeitsspeicher und wir müssen gar nicht mehrfach betonen, dass dies in dieser Preisklasse absolut ungewöhnlich ist. Es gibt außerdem ein Full HD IPS Display und ein solides Metallgehäuse. Zum Vergleich, kein Notebook mit einem Full HD Display unter 300 Euro bietet einen Intel Celeron Quad-Core Prozessor oder gar 8 GB Arbeitsspeicher. Kein einziges. Stattdessen gibt es höchstens einen Intel Celeron N3350 Dual Core, der 40% weniger Performance bietet. Und diese 40% machen sich im Alltag deutlich bemerkbar. In Sachen Hardware ist das Chuwi Lapbook Air außer Konkurrenz. Im Gegensatz zu beinahe allen Notebooks unter 300 Euro ist es dann noch in ein dunkelgraues Metallgehäuse verpackt, welches dem Lapbook Air ein durchaus hochwertiges Look and Feel gibt. Äußerlich erinnert es mich durch den geringen Rahmen rund um das Display und die Farbe etwas an den Surface Laptop von Microsoft. Sollte das Absicht gewesen sein, dann hat man das zumindest konsequent umgesetzt, denn auch beim Chuwi Lapbook Air gibt es keinen USB Typ-C Anschluss. Das Gehäuse wirkt robust und sehr solide, die Spaltmaße sind gering, doch es gibt einige kleinere Mängel. So besteht die Display-Einheit aus Polycarbonat und lässt sich vergleichsweise einfach eindrücken. Und das Scharnier ist so fest eingestellt, dass man das Notebook auf keinen Fall mit einer Hand öffnen kann. Dafür wackelt das Display zumindest ziemlich wenig, wenn man damit tippt. Das spiegelnde Display löst mit Full HD auf und während es dank der Verglasung wie ein Touchscreen aussieht, so ist das leider keiner. Die Helligkeit reicht für die Benutzung im hellen Innenraum problemlos aus und die Farbdarstellung sowie die Blickwinkelstabilität ist für den Preis großartig. Dass es keinen Touchscreen gibt, ist in Anbetracht des Touchpads eine kleine Enttäuschung. Chuwi verwendet zwar den Präzisions-Touchpad-Treiber von Microsoft und das Touchpad selbst ist durchaus geräumig. Die Hardware aber ist etwas unpräzise und so hat man gelegentlich Schwierigkeiten damit, kleinere Kästchen oder Knöpfe auf dem Display zu erwischen. Die Gesten werden zwar im Normalfall zuverlässig ausgeführt und das Scrollen funktioniert meist auch ganz gut, nur die Präzision lässt zu wünschen übrig. Die Tastatur besitzt einen vergleichsweise hohen Hub und ist noch ziemlich gut verarbeitet. Die Tasten sind geringfügig kleiner, als man es von vielen Notebooks kennt, woran man sich aber binnen kürzester Zeit gewöhnen kann. Zum Tippen ist die Tastatur im Alltag wirklich sehr gut und das Tippgefühl ist für ein Notebook dieser Preisklasse außerordentlich gut. An das englische Layout kann man sich durchaus schnell gewöhnen und ich selbst habe mittlerweile keine Probleme damit. Dank der Ausstattung mit einem Intel Celeron 3450 Prozessor bietet das Chuwi Lapbook Air deutlich mehr Performance als die meisten Notebooks in dieser Preisklasse. Die zwei zusätzlichen Prozessorkerne machen sich im Alltag klar bemerkbar und alltägliche Anwendungen wie Chrome, Office oder einfachere Universal Apps wie zum Beispiel die Windows Area .de-App laufen darauf völlig tadellos. Im Vergleich zu günstigeren Notebooks mit dem Intel Celeron Dual Core Prozessor muss man beispielsweise nicht darauf achten, wie viele Apps oder Browser-Tabs man geöffnet hat. Erst wenn im Hintergrund ein Windows-Update oder eine Installation durchgeführt wird, läuft das Chuwi merkbar langsamer. Das kommt allerdings auch nicht alltäglich vor, sodass die Leistung für den Alltag reicht. Für ältere Games oder Spiele mit geringeren Anforderungen reicht die Hardware ebenfalls noch aus. Minecraft sowie die Windows 10 Edition laufen flüssig. League of Legends und Counter-Strike Go sind durchaus spielbar. Während Photoshop darauf grundsätzlich läuft, ist das Chuwi Lapbook Air für aufwendigere Aufgaben einfach etwas zu schwach. Zum Verkleinern von Bildern oder Hinzufügen von Watermarks reicht die Leistung allerdings aus. Videobearbeitung ist darauf nicht dringend zu empfehlen. Windows 10 läuft in der Regel sehr zuverlässig und stabil auf dem Chuwi Lapbook Air. Allerdings nicht immer. Versetzt man es beispielsweise durch das Drücken der Ein-Aus-Taste versehentlich in den Energiesparmodus, geht das Display beim erneuten Einschalten oftmals einfach nicht an. Wenn das Notebook zugeklappt ist, schaltet es sich zudem nicht immer in den Stromsparmodus, sodass das Chuwi Lapbook Air im Rucksack eingeschaltet bleibt, obwohl es zugeklappt ist. Und wenn man das nicht bemerkt, ist der Akku bald leer, wenn man am Zielort ankommt. Diese Fehler kamen in unserem Test zwar sehr selten vor, sind aber dennoch sehr ärgerlich, wenn sie eben mal passieren. Die Akkulaufzeit des Chuwi Lapbook Air ist für den Preis sehr gut, besonders für ein Notebook aus China.
wo wir ja schon sehr vieles gewohnt sind. Bei alltäglicher Nutzung schafften wir in unserem Test bei mittlerer Helligkeit und aktivierter Tastaturbeleuchtung etwas mehr als 7,9 Stunden und somit einen sehr ordentlichen Wert. Die Helligkeit von 50% reicht für zu Hause oder die Uni vollkommen aus und man muss das Display nicht immer auf 100% haben, um etwas darauf zu erkennen. Insgesamt macht die deutlich bessere Performance im Vergleich zur Konkurrenz in Deutschland das Truvy LabBook Air zum deutlich besseren Gerät. Es ist dank seiner guten Performance einfach besser geeignet für den Alltag und man kann mehr Aufgaben gleichzeitig erledigen, bevor man an die Grenzen des Arbeitsspeichers kommt. Wer also 300 Euro für ein Notebook hat, wird mit dem Truvy LabBook Air auf jeden Fall belohnt. Wer das Notebook übrigens kaufen will, bekommt es mit dem exklusiven WindowsArea.de Gutschein deutlich günstiger. Den Link zum Notebook sowie den Gutscheincode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.